So, da bin ich wieder. Also ich bin jetzt oben von diesem schwebenden Gesicht aus runtergelaufen, also im Tempel, hier in die Totenstadt und wollte eigentlich direkt zurücklaufen zu dem einen Geist, wo wir den Fehler gemacht haben, wo ich den Fehler gemacht habe. Hab dann hier zwei, drei Geister getötet und stehe jetzt hier aber vor einer anderen Tür, über die ich gestolpert bin. Und da ich nichts auf Kamera machen wollte, das ihr verpassen könntet, habe ich jetzt einfach mal wieder angefangen. Hören wir uns mal, was er zu sagen hat. Hier ruht die edle und großzügige Veni Summus, Königin von Ober- und Unterleitrobe. Okay, das wird dann wahrscheinlich die Liebste von dem Geist sein, also von dem anderen Geist, den wir jetzt aber erstmal wiederfinden müssen. Und ja, es leben noch jede Menge Geister. Und diesen komischen vergifteten Geist, den habe ich auch noch nicht getroffen. Mit etwas Glück können wir das ja diesmal umgehen, dass wir nicht sterben jetzt. Also mit etwas Glück können wir es diesmal ja umgehen, vergiftet zu werden. Das wäre schon mal recht praktisch. Aber apropos umgehen, irgendwas falsch zu machen, abspeichern. Denn seitdem ich hierher gelaufen bin, habe ich nicht mehr gespeichert. So, genau, du bist jetzt das Gesicht, das uns sagt, dass hier der Elfenbeinprinz... Im Kampf gab er sein Fleisch... Genau, dass hier der Elfenbeinprinz irgendwo lebt. Das müsste dann hier drin gewesen sein. Und hier drin ist auch seine Kiste, aber die lassen wir diesmal in Ruhe. Also beide Kisten. Die fassen wir erst an, wenn wir seine Aufgabe erfüllt haben. Und sogar drei Kisten hier. Aber gut, die lassen wir alle schön in Ruhe. So, ich überspringe jetzt alle Sachen, die bisher gesagt wurden, und ich klicke diesmal nicht auf Seele einfangen. Die Kraft, ich verstehe. Ich brauche, wenn ihr das magst, seid. So, warum ist jetzt Gruß schon wieder da? Lasst mich hin. Und ich, ein Geist bin ich. Wer seid ihr? Oder best mir. Hat die Mag ein, aber dich nicht. Mich. Ihr spracht von eurer Liebsten. Wo ist sie jetzt? Ein bösartig... Sie zu befreien? Ja, nun für... Ich erkenne als gegen... Ich soll also... Wenn ihr das... Und sie gehört... Wie bedrohlich... Er kann nicht... Das ist ja wunderbar. Ihr braucht etwas, um diesen Geist einzufangen. Ihr seid ein wenig voreilig. Ich habe meine Zustimmung noch nicht gegeben. Aber es gab keine Dialogoption, dass man sagt, okay, ich mach's. Dann gehen sie wohl einfach davon aus, dass man es macht und dann das Seelenhaus bei ihm einfach abliefert. Na gut, das machen wir dann einfach mal. Wir gehen jetzt zu dem anderen Raum, wo die Geliebte ist. Also, wo wir davon ausgehen, dass die Geliebte ist. Und da hat gerade was ganz komisch geschrien. Ich glaube, das war der andere Geist. Und du stirbst erstmal. Dann gucken wir uns um nach dem grünen Geist. Auch wenn ich eigentlich nicht wirklich aktiv danach suchen möchte. Denn Gift ist ziemlich nervig. Ja, also ich höre kein komisches Geschrei mehr. Das heißt, wir gucken jetzt hier rein. Müssen wir dich einfangen? Das könnte natürlich auch sein. Wo ist unser Seelenhaus? Da. Passiert nichts. Okay. Dann bist du wohl ein ganz normaler Gegner. Juhu, noch eine Kiste. Wie war das mit zu vielen Truhen und so? Okay, sie wiegt nur 2 Kilo. Ist da irgendwas drin? Nö. Verstauen wir mal die Kiste in der Kiste. Was haben wir hier? Hier haben wir wohl so eine Art Sarg. Eine Gruft versperrt mir den Weg. Was hat der Schalter jetzt gemacht? Ah, ist für die Tür. Was ist denn hinter der Gruft? Nur der Weg da lang wahrscheinlich. Aber ich probiere meine Reparaturzauber aus. Nur so für den Fall. Es scheppert, aber nichts passiert. Dann war das wohl doch nicht die Gruft von der Geliebsten. Schade. Was ist hier?
Hier ging's runter. Ja, Faith, die Geliebte ja auch unten. Das wissen wir nicht. Aber erstmal schön hier oben alles abklappern. Also gehen wir kurz da runter. So rein der Vollständigkeit halber. Aber ja, wenn die Rüstung dann entflucht wird, sind 50% Rüstungsschutz schon richtig gut. Dazu noch 10% vom Helm, sind wir bei 60. Unten das Schild, macht das auch noch was? Nee, das Schild hier nicht, aber das alte Schild hat Schutz gemacht. Den kämen wir vielleicht auf 70 oder so. Das wäre schon ganz praktisch. Ja, bei den Geistern funktioniert die Taktik mit dem Zurückgehen echt super. Wenn du wenigstens nicht mehr vergiftet. Hat ja auch was. So, wo geht's hier lang? Ah, stimmt, hier sind wir schon mal lang gegangen. Und ich glaube, hier kam gleich auch wieder so ein Stein. Na gut, dann rollen wir da ganz runter. Da wollen wir dich nicht bei stören. So, hier ist ein Metallblock, ein Steinblock einfach so. Haha. Ein Schalter, der wieder irgendwas gemacht hat, wovon wir nicht wissen, was es ist. Aber es war bestimmt wichtig. Oh, 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 oh. Gut. Ha. Nee, du machst da oben nichts auf. Komisch. Also die markiere ich mal ganz kurz. Schalter für irgendwas. So, Stein hinterher und irgendwo gleich hier rechts ab. Denn auf der Karte war da so ein kleines Fitzelchen da oben. Das heißt, da können wir auch noch irgendwie hinkommen. Da ist ein Giftgeist. Ja, der kommt mir alles an. Du kippst jetzt um. So. Oh, und da flackert was auf der rechten Seite. Schön, schön. Und komm schon. Ein Weg nach unten hinter der Geheimtür. Na gut, wir können ja mal ganz kurz runter gucken. Da ist ein Dreher drin. Ein ganz gemeiner Dreher und ich drücke wieder auf die Tasten rum. Du stirbst jetzt ganz schön. Wenn der Kumpel wieder zurückkommt. Heiltrank. Heiltrank. So, stirbst du auch noch? Das war definitiv keine gute Idee, hier hinzukommen. Aber jetzt kann ich wenigstens wieder das Vor- und Zurückspiel hier machen. Da drüben ging das ja nicht wegen der nervigen Dreher. So, kommst du um die Ecke? Nö, du fliehst. Falscher Geist. So, endlich wieder Luft holen. Also hier ist eine Druckplatte, die macht irgendwas. Und wir kamen da, glaube ich, her. Aber erstmal gucken wir in die Truhe. Lea, hier hat sich schon jemand bedient. Die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, blöder Dreher. Nein, nein. Ja komm, dreh dich zu Ende. Ich will mich bewegen können. So, hier ist der Gang nach oben. Das sollte man schon auf der Karte sehen. Ja. Dann gehen wir kurz links rum. Und wenn es Anstalt macht, größeres Gebiet zu sein, gehen wir wieder weg. Aber nö, es scheint nur eine kleine Gruft zu sein. Leer. Hier hat sich schon jemand bedient. Eine leere Gruft. Ich wette, das war der Goblin-Held. Der sieht mehr so wie ein Dieb aus. Naja, gucken wir mal, ob hier wenigstens noch eine Truhe ist, wo irgendwas zu holen ist. So, Schwert bereit. Und die letzte Truhe hier in dieser Gruft. Hey, 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 und sie ist nicht leer. Trank der erhöhten magischen Macht. Schön, schön. Das heißt, abspeichern. Und alles unter 50 wird neu geladen. 56. Super. Na gut.
das hat sich doch gelohnt. Also, wieder raus hier. Ah, ja, und da waren Dreher. Die sollten mal die Dreher auf der Karte einzeichnen. Ah. So, hoch da. Und weiter auf der Suche nach der Liebsten des Elfenbeinprinzen. Oh, noch eine Truhe. Lea, hier hat sich schon jemand bedient. Den Gobliner wirklich, wenn ich ihn sehe, haben wir auch eine Heldenseele. Wenn er denn wirklich ein Held ist. Oh, da ist ein Gegner hinter der Tür. Was sagst du? Die Tränen fließen doppelt viel, wo Zwillingspaare liegen. Geschwister und Königskinder, Prinzen und Brüder ruhen hier. Hm. Na gut. Solange du nicht verflucht bist, ist das egal, wie das man gehört hat. So. Ein Amulett Ausdauer plus 2. Das ist schon mal ganz schick. Was haben wir hier? Beweglichkeit plus 2. Nee, das behalten wir lieber. Wenn das wirklich zum Besser-Treffen ist, die Beweglichkeit, dann brauchen wir davon jeden Punkt. Goldenes Fleischsymbol ist sehr schön. Und hier sind wohl die Zwillingskinder. Zwillingsprinzen, wie auch immer. Hm, wir hätten gerne aber die Liebste. Wie auch immer sie heißt, ein Name wäre nicht schlecht gewesen. Aber da hat er uns, glaube ich, keinen genannt. Na gut, so ein bisschen Gräber plündern rentiert sich auf jeden Fall. Und wir wollen ja eh jeden Dungeon schön zu Ende abklappern. So, hier waren wir überall schon. Dann. Da ist ein Gegner, den hauen wir nochmal um. So, eine Gruft machen wir noch, dann pausiere ich mal, entgifte und heil hoch. Ja, hier ist eine Gruft, wenn auch eine kleine. Eine sehr kleine, aber mit einer Truhe drin. Trank der verbesserten Sterblichkeit, sehr schön. Speichern wir mal unter 55. Und alles unter 5 wird neu geladen. 6. Ja, ich liebe mein Glück. Was haben wir hier noch? Mana-Trinke und das war's. Na gut. Okay, ich mache jetzt einen Cut, aber ich werde keine Pause machen und hochheilen, denn das lohnt sich nicht wirklich. Dafür würden wir ja ein Antigift verschwenden. Das muss ja nicht unbedingt sein. Also speichern wir jetzt nochmal ab und ich mache einen Cut. Bis später.